So, Freunde, da wir jetzt die nächsten 7 Wochen in diesem schicken Wagen hier verbringen und leben werden und schlafen und essen und alles machen werden, was man so macht im Alltag, wollen wir euch eine kleine Roomtour geben, damit ihr so einen Eindruck kriegt, wie es uns jetzt ergehen wird in der nächsten Zeit. Hier oben haben wir eine große Ablage, da ist jetzt gerade die ganze Bettwäsche verstaut. Ich denke, da kommt später mein Zeug hin und die Technik. Hier haben wir eine Küchenspüle, funktioniert, wenn man hier die Wasserpumpe anschaltet, kommt hier Wasser raus. Ich glaube, wir haben 40 Liter Frischwassertank, wo wir auffüllen, zeige ich euch nachher ein bisschen hinten. Hier drunter einen Stauraum. Ja, da kommen die Getränke rein. Wir haben hier so einen Wasserkühler, da kommen dann Eisbeutel rein und wenn wir da das mit Wasser auffüllen, haben wir kühles Wasser zu trinken. Wasserkocher haben wir gekauft, 2 Tupperdosen, einen Topflappen. Also das, was nicht mit drin war, aber wir haben relativ viel ausgestattet bekommen. Das haben wir jetzt mal alles dort drüben geparkt. In dieser praktischen, also diese Nische, ja, da haben sie so überlegt, was kann man mit dieser Nische noch machen. Ja. Einigermaßen okay, die müsst eigentlich mit dieser Klapptür. Genau, was ist dabei? Wir haben 2 Teller. Einigermaßen. 2 Töpfe, 2 Teller. Eine relativ unpraktische Pfanne, glaube ich. Mhm. Die zu klein ist. 2 Gläser, 2 Tassen, 2 Schalen, einen Toaster, einen Wasserkessel, aber wir haben noch einen Wasserkocher gekauft und einen unpraktischen Espresso-Kocher. Wir haben übrigens einen Gasherd. Mhm. 2 Herdplatten. Einfach die Gasflasche innen aufmachen, Zünder drücken, Platten öffnen und dann wird's heiß. Wir haben noch eine Mikrowelle, einen kleinen Mini-Kühlschrank, von dem ich bisher noch nicht so begeistert bin. Erstens, weil er eine Fehlfunktion hat. Schönerweise ist schon einen Bug. Das Fach fällt immer raus. Muss man immer in den Griff. Ja, viel Platz ist nicht. Wir haben sogar ein kleines Tiefkühlfach. Das kannst du da reinfilmen. Aber die Ebenen sind halt echt klein. Ja. Und man kann nicht wirklich umsortieren. Ich habe es schon ausprobiert. Das reicht für ein bisschen Eis. Und da, naja, so das Nötigste. Aber wird schon passen. Hier haben wir unseren größten Stauraum. Da werden wir jetzt gleich einkaufen gehen. Also Lebensmittel und Konserven kaufen. Wir müssen natürlich aufpassen, was wir hier in Australien wo kaufen, damit wir es über die Grenzen bringen können. Ja. Aber hier haben wir genug Platz. Ja. Wir haben hier so ein Brett, so eine Ablage zum Aufklappen. Hält nicht so viel Gewicht aus, haben wir schon gesehen. Also der Topf mit heißen Nudeln sollte ein bisschen draufgestellt werden, sonst landet es alles hier unten. So eine Ablage haben wir übrigens auch hier draußen. Hier könnte also Chris mir beim Schnibbeln helfen. Mal schauen, wie oft das stattfinden wird. Jedes Mal. Mhm. Kann man auch draußen schnibbeln. Wir haben hier oben 2 Seitenfenster. Das ist ziemlich gut gelöst, wie ich finde. Wir haben hier 2 Hebel, die man umlegen muss, damit sich das Fenster öffnen lässt. Und mit dieser Kurbel. Ja, Vorführeffekt. Der Kurbel kann man das Fenster eben so aufstellen. Und die sind echt praktisch, das haben wir schon gemerkt, weil da echt ein guter Durchzug dann durchkommt, vor allem beim Kochen. Ja, und die heiße Luft steigt auf. Ja. Und deswegen. Alle Fenster, die man aufmachen kann, sind mit Moskitonetzen geschützt. Ja. Die aber schon ein paar Risse hatten, die Risse haben wir mit Tape nochmal überklebt. Und hoffentlich hält das jetzt. Und bei jedem Fenster kann man auch die Vorhänge zuziehen. Das heißt, falls man mal Privatsphäre möchte, Vorhänge auf und zuziehen. Wir haben eine Außenleuchte. Das ist ganz praktisch, wenn wir abends draußen sitzen. Wir haben gerade mal unsere Ausstattung hier hingelegt. Aber natürlich haben wir auch Campingstühle und einen Campingtisch bekommen. Wir haben hier 4 Hebel. Einmal den Hauptschalter, den lassen wir immer an, weil wir den Kühlschrank immer in Dauerbenutzung halten wollen, dass da nichts auftaut. Der Kühlschrank ist der 2. Schalter, dann einen Schalter für die Wasserpumpe und einen eben für die Lichter zum An- und Ausmachen. Also Wasserpumpe und Lichter haben wir, wenn wir unterwegs sind, auf Aus. Unter dieser Bank befindet sich die Batterie für die ganze Elektrik. Was ein bisschen blöd ist, dass wir haben hier 2 Stromanschlüsse. Die funktionieren nicht, wenn wir unterwegs sind. Also die funktionieren nur, wenn das Auto an Strom angeschlossen ist, das heißt am Campingplatz. Unterwegs können wir dann leider nichts laden. Das war uns so nicht bewusst und ist ein bisschen schade. Hier hinten ist Senters Ablagefläche. Kleiner als die vordere, wo mein Zeug hinkommt, aber sie hat ja auch so wenig dabei. Insofern sollte es passen. Dann haben wir hier
unseren Tisch innen drin. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, wie ich finde. Den kann man nämlich so, wie man gerade sitzen möchte, drehen in alle Richtungen. Falls es draußen zu kühl ist, zu warm ist, regnet, wie auch immer zum Essen, kann man das gemütlich hier drin machen. So, was jetzt natürlich fehlt, ist noch das Bett. Dazu müssen wir den Tisch abbauen, weil das unsere Sitzbank hier auch unser Bett ist, nur leicht umgebaut. Das heißt, wir benötigen die Tischplatte. Ich hoffe, es geht jetzt so schnell wie in deren Anleitungsvideo, aber sollte eigentlich nicht mehr als eine Minute dauern zum Aufbauen. Der Tisch wird abgebaut. Mit der Tischplatte wird der Hohlraum hier befüllt. Wir haben hinter dem Fahrersitz noch eine zweite Platte. And that's it. Naja, noch überziehen, aber das mache ich jetzt nicht. Wie fühlt sich an? Gut. Die Matratze, also ich habe gedacht, dass wir viel dünnere Matratzen kriegen. Und es fühlt sich aber nicht unbequem an. Also ich glaube, vom Schlafen wird es uns gut gehen. Vor allem mit dem, was wir bisher hatten auf der Reise manchmal. Ich denke, da in Hongkong am ersten Reisetag, da haben wir auf steinharten Matratze geschlafen. Da ist das hier. Das Zimmer war aber auch nicht viel größer. Purer Luxus, das stimmt. Ja. Hier hinten haben wir noch. Die war schon mal ab. Ich denke mal, da werden wir die Decke und die vielleicht noch Kissen verstauen, auf jeden Fall. Oder nee, die Backpacks wollten wir da reinmachen, ne? Hier unten in das Ablagefach. Ja. Und hier hinten befindet sich alles, was wir tagtäglich brauchen: Stromkabel, Wasserschlauch, noch eine Lampe, Solarlampe für draußen. Nee, Batterielampe, das ist keine Solarlampe. Ja. Auf dieser Seite haben wir unsere ganzen Anschlüsse. Hier hinten haben wir die Gasflasche, eben für den Herd. Hält anscheinend. Die Dame hat gemeint vom Verleih, das reicht schon für unsere Reise. Mal gucken. Hier haben wir den Anschluss fürs Frischwasser zum Auffüllen mit dem Schlauch. Und hier eben stecken wir das Auto jeden Abend an, dass es Strom bekommt. Safety first. Wir haben natürlich auch einen Feuerlöscher hier, den wir hoffentlich nie brauchen werden. Und auch einen Feuermelder da oben. Sieht man's? Ja. Hoffe ich, dass wir den auch nie brauchen werden. So, wir haben jetzt alle wichtigen Features eigentlich mal gezeigt. Ich glaube, auf unserer Reise wird uns das eine oder andere noch auffallen. Ich bin gespannt, wie es wird. A, wenn es mächtig heiß draußen wird. B, wenn es etwas kühler wird, wie es dann hier drin ist. Der erste Eindruck finde ich gut eigentlich. Auch das Bett ist ziemlich schnell zum Auf- und Abbauen. Was meinst du? Ich sag, wir gehen jetzt mit Hottie Not Hot on the road. Machen wir. Hottie ist bereit. Wir sind es auch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dann wieder auf der Straße. Bis dahin.